Mütze habe ich mir gekauft. Ich liebe sie, hast du sie auch? Ist scheiße, das sagen wir viel zu oft. Ich sag das auch ab und zu. Und in letzter Zeit sage ich vor allen Dingen, ich habe kein Leben. Woran das liegt und warum ich plötzlich eine komische, sehr seltsame, undefinierbare Haarfarbe habe, werde ich euch in diesem Video jetzt nach und nach erklären. Ha! Wenn das denn bloß lila wäre. Es ist kein Lila. Ich habe anscheinend die Angewohnheit, in letzter Zeit Videos zu machen, wo meine Haare ein bisschen creepy aussehen. Aber ist ja nicht so schlimm, denn es geht ja immer noch um die innerlichen Werte. Denn die liebe Sophia Beauty Café, und nein, nicht Sophias Beauty Café, nein, sondern Sophia Beauty Café mit F, nicht mit PH, steckt in einer Krise. Ja, warum stecke ich in einer Krise? Mein Kopf ist voll. Und woran das liegt, zeige ich euch. Du scheiß Taschenrechner, du bist daran schuld, dass meine Ergebnisse immer falsch sind. Die meisten werden sich jetzt denken, oh, die arme Sophia, so ein hartes Studentenleben. Das hast du dir selbst ausgesucht. Ich weiß, aber es ist trotzdem schlimm. Also bin ich ja momentan in der Klausurenphase. Das heißt, mein Kopf ist bis hier oben voll mit ganz, ganz vielen auswendig gelernten Sachen. Kommt da nur eine komische Sache rein, ist das weg. Das erklärt wohl auch, warum in den letzten 2-3 Wochen so wenige Videos kamen, weil ich bin ja normalerweise ein Mensch, ich lade ein Video nach dem anderen hoch und ganz viele. Und diese Woche, paar Wochen, war das eine reinste Katastrophe. Also saß ich da und dachte mir, Sophia, es muss ein Video her. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich saß ganz, ganz lange da und habe mir dann gedacht, was könntest du denn heute drehen? Tja, das kam dabei rum. Um genau zu sein, nichts. Aber ich dachte mir, ich lade das trotzdem hoch, denn ich glaube, es ist auch mal okay, dass eine YouTuberin mal kurz mit ihrem richtigen Leben, also das heißt richtiges Leben, YouTube gehört ja auch dazu, mit ihrem Berufsleben zu kämpfen hat, um dann mal gute Noten in der Uni zu schreiben. Ja, immerhin muss der Durchschnitt ja ein bisschen angehoben werden. Die Sache ist ja, jetzt kommt ja dieser typische Satz, oh Gott, ja, die hat die ganze Zeit gelernt, natürlich konnte die kein Video drehen. Ich habe bestimmt die ganze Zeit gelernt. Oder vielleicht auch nicht. Diese Kette habe ich mir gekauft. Ich liebe sie, hast du sie auch? Warum kam also trotzdem so wenig? Weil Sophia irgendwie keinen Platz im Kopf hatte. Captain Carlo würde jetzt sagen, pow, pow, pow. Tja, so war das nun mal wirklich. Captain Carlo ist übrigens der junge Mann hier und ich finde ihn lustig. So, Sophia, warum hast du dieses Video jetzt gedreht? Hast du uns jetzt ein paar Minuten unserer Zeit geklaut? Nee, weil ich glaube, ein paar von euch müssen auch lernen und die freuen sich über jede Minute, mit die sie irgendwie mit was anderem verbringen können. Und ein paar von euch gehen ja schon wieder die Ferien. Ja. Ich bin vielleicht minimal neidisch, vor allen Dingen, weil ich dieses Jahr gar keine Ferien habe, weil ich ab August direkt anfange zu arbeiten. Wuhu! Übrigens werde ich dafür umziehen, aber weitere Informationen folgen noch. Es bleibt ja immer noch die Frage offen, Sophia, warum hast du eigentlich so eine komische Haarfarbe? Mein Freund sagt immer dazu, ja übrigens, das hier ist mein Freund, Superman, würde man sagen. Sagt immer, sobald die Klausurenphase anfängt, weiß ich, Sophia, gehst du entweder shoppen, was ich übrigens auch getan habe, 100 Euro Online-Shopping. Scheiße. Und, oder du färbst dir die Haare, ja? Und, ja, das habe ich schon wieder getan. Ich wollte eigentlich lila haben. Sieht man, was draus geworden ist. Super gleichmäßig. Wie vom Friseur.
Ich finde es einerseits lustig, aber in der Kamera wird die Farbe komplett verfälscht, denn da sieht sie braun aus. Eigentlich ist sie mehr lila und gräulich. War wohl nichts. Ich glaube, ich setze diesem mega sinnvollen Video ein Ende, denn ab nächster Woche Mittwoch geht's bei mir ganz, ganz normal weiter. Wuhu! Denn da habe ich keine Klausuren mehr und da wird mein Kopf auch wieder frei sein, um richtig geile Videos für euch zu produzieren. Vor allen Dingen wird auch die Zeit da sein. Aber wenn ihr euch jetzt zwischendrin noch mal ein geiles Video anschauen wollt, dann verlinke ich euch hier das Video von der Sylvie, was ihr jetzt eben gerade zwischendrin schon gehört habt. Wie ihr gesehen habt, eine super geile Songparodie von Taylor Swift und ich schwöre euch, ich habe schon seit 3 Wochen einen Ohrwurm von diesem Video. Deswegen, ich muss euch mit anstecken. Das ist auch ein Olympics-Video, von daher sehr, sehr gerne bis zum Ende anschauen. Das ist wirklich das Wichtigste. Und Daumen hoch. Und wie ihr vielleicht wisst, steht es für mich wirklich sehr, sehr gut. Oh. Aber wir haben noch ein paar Stunden. Das heißt, wenn ihr bei mir noch nicht vorbeigeschaut habt, da auch gerne vorbeischauen. Ich weiß, manche haben sich so oft angeschaut. Tausend Dank. Ich muss mich irgendwie revanchieren. Und ich weiß auch schon was mit was. Denn wenn ich dann in die USA darf letztendlich, werde ich auf jeden Fall diese pinken Line Crime Lippenstifte kaufen, denn so viele fragen immer danach. Aber hallo. Wir sehen uns also ab Ende nächster Woche wieder, wenn ich dann wieder so ein bisschen Luft habe zum Denken und um euch wirklich geile Videos zu produzieren. Wünsche natürlich gerne nach unten, denn dann werde ich etwas mehr Zeit haben. Und genau, wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.